letzter Nacht kam es im Stadtteil Altona erneut zu einer Brandstiftung. Was eure Meinung zu den Autobränden sagt. Habt ihr Angst? Fühlt ihr euch bedroht? Keinerlei Anhaltspunkte mehr, die Täter sind. Zum Glück konnte die Feuerwehr mit einem Großeinsatz verhindern, dass die Flammen auf ein Wohnhaus übergehen. Das hat mit dazu tun, die sich erfüllen und lenken. Lidl wird sonnig und bis zu 29 Grad. Weißt du noch, wie ihr euch kennengelernt habt? Klar, die hat mich voll angemacht. Die stand auf mich? Das weiß ich noch wie heute, natürlich. Schon vergessen, oder was? So ein Quatsch, Alter, du ein Spinner. Ich muss dir noch was sagen. Mimi ist schwanger. Ich werde Papa. Wahnsinn. Du bist Vater und ich werde Onkel. Ich hab die Idee, komm. Spring durchs Feuer. Na komm, spring Glück. Ach Quatsch. Das ist ein alter Brauch, komm, spring. Du bist Vater, komm. Was ist denn das für ein Bauch? Gibt's gar nicht. Oh. Hab ich mir ausgedacht. So noch ein bisschen gelb? Ein bisschen klein. Wir bauen ein gelbes Taxi. Oh. Schöne Scheiße. Sieht aus wie ein typischer Autobrand, wenn wir keine Leiche hätten. Irgendwelche Spuren vom Täter? Nee, das Auto ist total ausgebrannt. Keine Ahnung, wie die Frau da rausgekommen ist. Todesursache unklar, keine äußeren Verbrennungen. Mhm. Sie heißt übrigens Margret Mintal. Okay. Außerdem war sie verheiratet. Der Mann weiß auch schon Bescheid, ich habe eine Streife hingeschickt. Er erwartet dich da. Meinst du kannst das hier übernehmen? Na klar, was soll denn die Frage? Na gut. Also live war keiner dabei. Ich hab jetzt erstmal ein paar Namen hier. Aber was war das denn gerade? Bendixen fragt mich, ob ich hier übernehmen kann. Hör auf. Geh in den Innendienst. Das ist ein Scherz, Jan, ne? Er hat mir einen Job angeboten und darum geht's. Was soll das? Thorsten, ich werd Vater. Ich will zu Hause Verantwortung übernehmen. Aber wir haben doch gesagt, wir machen keinen Innendienst. Das war unsere Abmachung. Und alle anderen wissen Bescheid, nur ich nicht, oder was?
denn du schon wach? Weiß nicht, ich kann nicht mehr pennen. Wann warst du gestern zu Hause? Kurz nachdem du gegangen bist, schätze ich mal. Ich hau mich hin, ja. So, das war um 3.40 Uhr. Der Anruf kam über 112 von der Telefonsäule nähe Mühlenberg. Das ist zu Fuß circa mal knapp 10 Minuten von da, wo das ausgebrannte Auto stand. Die Indizien sprechen für eine spontane und ungeplante Brandstiftung, also keine vorsätzliche Tat und folglich keinerlei Anhaltspunkte dafür, wer das Feuer gelegt hat. Und nun? Da, das ist die Frau. Verteil das mal. Sie sieht aus wie hingelegt. Und die ist sicher nicht von alleine aus dem brennenden Auto raus. Die Türen waren alle verriegelt, nur die Beifahrertür nicht. Und ausgerechnet da wurde die Scheibe eingeschlagen, so wie es aussieht von außen. Das bedeutet, dass die Beifahrertür erst nach der Brandlegung entriegelt wurde und von außen geöffnet. Maurice, soll mal die Frau nach Alkohol und Drogen checken. Ich will wissen, warum die da nicht alleine rausgekommen ist. Es könnte auch sein, dass der Brandstifter selber die Frau rausgeholt hat und den Notruf gemacht hat. Sag mal, Kurt, gibt es irgendwelche Zeugen dazu? Irgendwelche Anrufe? Also bisher hat sich niemand gemeldet. Okay, dann warten wir mit der Veröffentlichung der Stimmprobe und konzentrieren uns erstmal auf das Opfer. So wie bei jedem normalen Mordfall auch. Gut, ich vertraue Ihnen, aber dieser Fall ist was anderes als die 300 Autobrandfälle im Jahr, die wir sonst haben. Es gibt sogar schon eine Zeitungskampagne eines Anwohners. Die Menschen haben jetzt mittlerweile Angst um ihr Leben. Und was glauben Sie, was hier nach dem nächsten Brandanschlag los ist? Gute Frage. Sag mal, Thorsten, meinst du, du brauchst noch jemand zur Unterstützung? Einen Kollegen von der Brandermittlung? Mach dir mal keine Sorgen, ich schaff das schon. Und danke auch wegen der Sache mit Jan. Falke, Kriminalpolizei. Kann ich reinkommen? Wir haben uns gestritten. Und warum? Das ist zu viel Arbeit und weil meine Frau hat nicht gearbeitet, war zu Hause. Ich bin Modellbauer für. Ich krieg von Architekturbüros Aufträge und dann baue ich das Modell. Möchten Sie vielleicht was trinken? Also ich habe Wassersaft. Nein. Alles gut. Einen schönen Tee oder einen Kaffee mit geschäumter Milch. Was Kaltes vielleicht. Wann ist denn Ihre Frau eigentlich gestern Abend los? Na ja, so um 10 Uhr so im Dreh. Und dann hat sie nach einer Stunde angerufen. Ist alles wieder gut, sie käme zurück. Und ich soll mir keine Sorgen machen, sie wäre hier nicht parken. Und was haben Sie dann gemacht? Na, ich bin dann hingefahren, dann war sie nicht da. Das Handy war aus und dann dachte ich, sie ist vielleicht schon wieder zu Hause und dann bin ich wieder zurück. Bitte. Danke. Kam es öfter vor, dass Ihre Frau abgehauen ist? Nein. Das Telefonieren wollen wir gar nicht mehr. Nein, geht schon. Danke. Hat Ihre Frau Alkohol getrunken? Nein, Alkohol? Warum? Falke, meine Frau ist gestorben, weil jemand das Auto angezündet hat. Ich will wissen, wer das war. Verstehen Sie? Kampagne für ein sicheres Hamburg. Idiot. Ich habe unser Foto nicht gefunden.
ist die nicht alleine da rausgekommen. Willst du noch mehr? Hast genug, ne? Sie die Frau? Ja, ich bin der Mann. Mein Beileid. Stuttner. Harald Stuttner, ich wohne da, den Berg rauf. Wissen Sie, ich kenne hier viele Leute, die das mit ihrer Frau genauso schrecklich finden wie Sie. Und ich bin gerade dabei, den Menschen eine Stimme zu geben, also durch eine Kampagne für mehr Sicherheit in Hamburg. Würde mich sehr freuen, wenn Sie das unterstützen könnten, also in Ihrem Namen und im Namen Ihrer Frau natürlich. Meine Frau noch nicht mal unter die Erde gebracht. Ja, Sie haben recht, das tut mir leid. Ich wollte Sie da jetzt nicht überrollen. Ja. Herr Minter, falls Sie in irgendeiner Form Hilfe brauchen oder Unterstützung, egal was, melden Sie sich. Jederzeit, ja? Schönen Abend noch. Jetzt lassen Sie den Hals ganz locker, Herr Bendixen. Gut, dass du da bist, Thorsten. Komm rein. Ich habe da jemanden für dich. Da auf dem Schreibtisch. Frau Lorenz kommt als Hospitantin zu uns, um dich bei den Ermittlungen zu unterstützen. Sie war in letzter Zeit ausschließlich mit den Fahrzeugbränden beschäftigt. Was soll das? Eine Juristin? Das habe ich nicht bestellt. Das ist eine Spitzenkraft. Hochqualifiziert. Was soll das heißen? Qualifiziert wofür? Kann die gut kochen oder was? Ja! Lässt sich von der Rechtsverdreherin einrenken. Wenn's hilft. Ja! Hallo Mike, kannst du mir die Sachen ins LK 41 durchschicken? Ich bin doch schon da. Ja, dank dir. Sie sind also bei uns, weil Sie auch meinen Fall aufklären wollen, ja? Soll ich jetzt lachen oder machen Sie das für mich? Können Sie mir einen guten Witz erzählen? Eine Stimmprobe von dem Anrufer. Ja. Keine Analyse. Wann wird die veröffentlicht? Gar nicht. Gar nicht. Warum? Ich halte ja nichts von, so früh Informationen rauszugeben. Warum? Ich will nicht, dass die Presse die Stadt noch mehr aufhetzt. Was wir suchen, ist ein Täter mit Motiv. Das kann alles sein. Auch Frust über die eigene Lebenssituation ist auch ein Motiv. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Ah. Woher kennen Sie Karl Marx? Stand heute im Kalender. Bam, bam, boom, salsa, salsa, drehen, drehen, drehen. Sowas ungefähr. Wie findest du? Da ist aber auch mehr Platz als hier, dann geht das auch mit den Mädels. Was ist denn los? Was ist denn für eine Fresse? Ach, nichts, war nur eine lange Nacht. Aha. Hast du bei der Firma angerufen gestern? Die Nummer, die ich dir gegeben habe? Wieso rufst du da nicht einfach an? Ich versteh's nicht. Ich helfe dir doch, wo ich kann, aber ich kann dich ja nicht ewig durchfüttern. Du bist doch jeder Mann.
Ich ruf deinen Mann an, okay? Du rufst da doch eh nicht an. Ich ruf deinen Mann. Kann doch nicht so schwer sein, da mal anzurufen. Nein. Oh Gott. Wir haben Spuren von Dauermedikamentenmissbrauch bei ihr gefunden. Hauptsächlich Schlafmittel, Psychopharmaka. Davon hat sie an dem Abend auch einiges Intus gehabt. Und ein Promille Alkohol im Blut. Und woran ist sie gestorben? Rauchgasvergiftung. Sie ist erstickt. Erstickt. Und was anderes kann man ausschließen, meinst du? Na, was anderes lässt sich bei ihr nicht finden. Wo ist denn die her? Aus dem Büro vom Chef. Das ist meine Hospitanz. Gut, danke dir. War das gerade ein Problem für Sie? Wieso? Weil Sie so plötzlich raus sind. Dachten Sie, ich muss kotzen? Keine Ahnung, sah so aus. War übrigens nicht das erste Mal. Hab gerade Ihre Versicherung angerufen. Vor 2 Jahren wurde ihr der Magen ausgepumpt. Volle Programm. Suizidversuch. Ah, interessant. Wenn Sie schon mal dabei sind, dann besorgen Sie doch mal die Aufzeichnung der S-Bahn-Kameras. Rund um den Tatort. Und um diese Telefonsäule. Was glauben Sie eigentlich, was ich da vorhin gemacht habe? Das ist Routine bei uns. Dann ist ja gut. Mhm. Fragt sich nur, warum Mintern uns die Tablettensucht seiner Frau verschwiegen hat. Und jetzt? Jetzt fahren wir zu Mintern. Ich stelle Fragen und Sie machen Notizen. Oder so. Hey, na? Alles klar? Ja, wir spielen noch. Ja, ich komm später vorbei. Geh rüber! Was ist denn los, hä? Die Schlampe wieder Bock auf Gangbang? Oh Mann, ich schwör dir, die steht da derbe drauf. Frag mal Serra. Ede, Mann, Bruder. Sag dir mal, wir kommen nachher vorbei, ja? Aber hey, ich will ihren Arsch stecken, ne? Wussten Sie, dass Ihre Frau regelmäßig Medikamente genommen hat? Ja. Meine Frau hat schlecht geschlafen, deshalb hat sie sich die Mittel verschreiben lassen. Das waren aber nicht nur Schlafmittel, Herr Mintal. Da waren auch Psychopharmaka dabei und so. Ja. Und vor 2 Jahren hat sie sich den Magen auspumpen lassen. Ja, wegen einer Lebensmittelvergiftung. Das haben Sie angegeben, es waren aber Schlafmittel. Ja, hab ich. Und warum haben Sie mir das nicht erzählt? Was war da los mit Ihrer Frau gestern, Herr Mintal? Ich habe Sie was gefragt. Oder kann es sein, dass Ihre Frau gar nicht nach Hause kommen wollte? Herr Falke, als ich mit meiner Frau telefoniert habe, habe ich nicht gemerkt, ob sie was genommen hat oder nicht. Sie hat gesagt, sie hat das im Griff. Was haben Sie eigentlich gemacht, nachdem Ihre Frau angerufen hatte? Ich habe hier gearbeitet am Computer. Dann würden wir den gerne mitnehmen. Wie bitte? Glauben Sie, ich habe meine Frau angezündet, oder was? Also Margit Mintal war zuerst am Jenischpark. Genau. Da hat sie dann noch ihren Mann gesucht, bevor er wieder nach Hause gefahren. Die Überwachungskameras können wir vergessen. Die Bahnstation ist brechend voll. Zu der Zeit war ein Konzert. Keine Ahnung, wer sich da auffällig verhält. Und danach da, das könnte schon hinkommen zeitlich, so wie er das gesagt hat. Oder was meinen Sie? Bei der Telefonsäule gab es keine Kamera. Können wir also abhaken. Haben sich noch irgendwelche Zeugen gemeldet? Anwohner am Tatort? Nee, nix. Wäre mal eine Chance gewesen. Wie lange dauert es überhaupt, bis ein Auto brennt normalerweise? Hängt davon ab, wie man es macht. In der Regel mit Brandbeschleuniger 1 bis 3 Minuten. Aber hier wird es ein paar Anläufe gebraucht haben. 10 bis 15 Minuten. Wieso brennt das eigentlich so viel in Hamburg gerade? Weil die Medien drüber berichten. Wir haben sehr viele Nachahmungstäter. Mittlerweile haben wir 300 Fälle pro Jahr. Davon klären wir 5% auf. Zuerst dachten wir, sie wären politisch motiviert, aber
In den meisten Fällen ist es Vandalismus oder Rache und Betrug. Entschuldigung. Thorsten, hast du noch mal 2 Minuten für mich? Ganz kurz. Entschuldigung. In unserer Abteilung wird noch richtig gearbeitet, falls du es schon vergessen hast. Mann, jetzt hör doch mal auf. Lass uns bitte mal ganz kurz reden. Da gibt's nichts zu reden, du hast deine Entscheidung gefällt. Ja, hab ich. Und wenn du wirklich mein Freund bist, wieso kannst du meine Entscheidung nicht respektieren? Das möchtest du wissen, ja? Ja, das möchte ich gerne wissen. Dann sag ich dir das mal. Bendixson hat mir vor einem halben Jahr denselben Job angeboten wie dir. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe den abgelehnt. Und weißt du, warum? Weil wir dann nicht mehr als Team hätten arbeiten können. Und du nimmst den Scheißjob! Du bist ein Scheißverräter! So, tschüss! Ich guck mir den Wagen mal an. Jo. Wo steht denn das Katzenfutter? Auf der anderen Seite, da unten. Digga, kennst du den schon mit dem Esel und der Frau? Welcher Teil? Der dritte, Return of the ER. Das ist mein letztes Mal schon gezeigt. Digga, das Hundefutter. Und, kann deine Katze lesen oder was? Sag ich beim nächsten Mal, ne? Und Schatz, wie war dein Tag heute? Hm? Meiner ging so. Ich glaube, ich hab wohl dieser Lorenz verkackt, nur weil dieser Typ mich so aufregt. Ja, hau mal rein. Ja, Digga, was geht? Hier. Kaninchen-Ragout mit Gemüsestücken. Und du zeigst mir den Hintern. Bist du jetzt Diva oder was? Ihr macht mich fertig, ey. Thank you.
brannten gestern Nacht mehrere Autos. Wieder wurde jemand verletzt und es wurden Befürchtungen laut, dass es sich um denselben Brandstifter handelt, der bereits für den Tod einer Frau verantwortlich ist. Umso mehr da angeblich in einem Bekennerschreiben weitere Taten angekündigt werden. Ich habe Angst, wenn ich nach Hause komme. Ich habe Angst um mein Leben, um das Leben meiner Familie. Hier muss die Polizei eingreifen. Wir müssen die Täter fassen. Gucken Sie sich das Dilemma doch mal an, hier die ganzen abgefackelten Autos. Heute sind es die Autos, die hier brennen. Morgen sind es vielleicht die Wohnungen. Jede Nacht brennt es in Hamburg. Jetzt hat es uns getroffen und die Polizei tut nichts. Es kann natürlich passieren, dass wir die Sache selbst in die Hand nehmen, irgendwann, wenn da nichts mehr kommt von der Polizei. Tja. Die Medien setzen darauf, dass der erste Brand doch Vorsatz war und wir es jetzt mit demselben Täter zu tun haben. Hier, ein Bekennerschreiben aus der linksautonomen Szene. Revolution der Unterdrückten. Das ist ja nicht von den Autonomen. Schreibt denn so einen Scheiß? Das ist mir völlig egal. Die Bürger sind zutiefst beunruhigt. In Uhlenhorst laufen die Leute nachts wohl schon Streife. Wir müssen jetzt auf den Druck reagieren. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir die Stimmprobe bis morgen veröffentlichen. Dann passiert schon mal was. Thorsten, du weißt, dass ich mich immer auf dich verlasse. Aber ihr müsst jetzt echt mal in die Puschen kommen. Okay, können Sie mir mal erklären, was Ihr Problem mit der Stimmprobe ist? Was mein Problem damit ist? Ja. Ganz einfach. Leute, die den Täter kennen, könnten ihn unter Druck setzen. Genau das will ich vermeiden. Aber genau um den Druck geht's doch. Das schafft neue Hinweise. Entschuldigung, wollen Sie jetzt hier mit mir diskutieren, oder was? Ja. Für wie lange sind Sie hier? 2 Wochen? Alles klar. Das ist nicht von uns. Für eine Revolution der Unterdrückten, das ist ein Fake. Da will uns jemand das Ding mit den Autos anhängen. Ist mir klar, Rolf. Aber ich will wissen, von wem das kommt. Und du musst mir dabei helfen. Sag mal, bist du bescheuert oder was? Was glaubst du, was hier los ist, wenn unsere Leute rauskriegen, dass wir uns hier überhaupt treffen? Das ist ja schon kacke. Guck mal, das Flugblatt ist auch in die Taz gegangen. Peter arbeitet doch in der Hamburger Redaktion. Red doch mal mit dem. Mann, wenn ich da anrufe, dann heißt gleich Informantenschutz und so, bitte. Und gegen so eine Nazi-Kampagne von so einem Privatbonzen unternimmt er nichts oder was? Das machen nämlich sonst wir. Na, meinst du, mir gefällt das? Pass auf, Rolf. Wenn ich beweisen kann, dass ihr das nicht wart mit den Autos, dann geht das auch genau so an die Presse. Und ihr seid aus der Schusslinie. Okay? Also helfen wir uns nun oder nicht? Na komm, gib her das Ding. Ey, gib mir mein Handy wieder. Ist weg. Wie ist weg? Ist weg, Digga. Okay, pass auf. Ich geb dir Geld dafür, okay? 200. Gib mir 2000, dann kriegst du dein Handy zurück. Ja, wo soll ich denn 2 Mille herbekommen? Du weißt, was da drauf ist. Wieso, was soll denn da drauf sein? Soll ich dir das wieder mal zeigen? Gib mir 2000, dann kriegst du dein Handy wieder. Jetzt verpiss dich mal. Sie sagten, Sie sind zu jeder Unterstützung bereit. Und dass ich mich melden soll, wenn was ist. Ja, klar. Ihre Kampagne, das bringt mir nichts. Und ich mag das auch nicht, aber wenn Sie mir helfen, dann können Sie diese beiden hier für Ihren Aufruf verwenden. Wissen Sie, meine Frau war in den letzten Jahren sehr viel in der Klinik wegen ihrer Depression. Sie hat sehr gekämpft. War in der Klinik? Ja. Deshalb möchte ich jetzt unbedingt wissen, wer das war. Wissen Sie, ich glaube nicht, dass die Polizei das schafft, den Mann zu finden, der meine Frau angezündet hat. Deshalb will ich die unterstützen, die Polizei. Dafür brauche ich Hilfe.
An welche Art von Hilfe haben Sie da gedacht? Ich brauche Geld. Und welche Summe stellen Sie sich da vor? 25.000. Das Schiff ist gerade da. Ich kann nicht so lange. Jetzt sag mal, was ist los? Ich brauche deine Hilfe. Was passiert? Ich brauche Geld. 2.000 Euro. 2.000 Euro? Bist du bescheuert? Wofür überhaupt? Kann ich dir nicht sagen. Meinst du, kannst du deine Eltern fragen? Hat das was mit der Schlägerei mit Mirko zu tun? Nein, das hat nichts damit zu tun. Bist du sicher? Ja, ich bin sicher. Womit denn dann? Du musst doch nicht alles wissen. Bist du meine Mutter oder was? Hilfst du mir jetzt oder nicht? Wollen heute Nacht nach Uhlenhorst und die Bürgerwehr aufmischen. Ja, gut. Gut, danke. Herr Stuttner, erzählen Sie uns von Ihrer Kampagne für ein sicheres Hamburg. Bitte. Ja, also ich wohne in Blankenese und da sind in den letzten 2 Jahren mehrmals Autos abgefackelt worden. Ja? Und die Polizei steht da und macht nichts. Es ist für mich völlig logisch, dass die Menschen anfangen, sich selbst zu schützen. Guten Abend. Was wird das hier genau? Was wollen Sie denn? Was das hier genau wird, möchte ich gerne wissen. Nichts. Wir passen auf. Worauf passen Sie auf? Gucken Sie mal die Autos an. Wir wollen, dass das nicht nochmal passiert. Das ist ja schön und gut, aber das ist unser Job, nicht Ihrer, okay? Genau, das haben wir gesehen, was dabei rauskommt. Wenn Sie jetzt nicht sofort von hier verschwinden, sorge ich dafür, dass Sie die Nacht in der Zelle verbringen. Ist das klar? Mit welcher Begründung das denn? Sie können uns gar nichts. Wir stehen hier nur. Wir haben nichts gemacht. Dann denke ich mir etwas Schönes aus. Das ist eine Unverschämtheit. Das ist so eine Unverschämtheit. Walking Dead zum Beispiel, die zweite Staffel, die ist voll für den Arsch. Da ist das Comic 1000-mal geiler. 1000-mal. Da gibt's nur Rambazamba. Zack, zack, ja, auf Seite, auf Seite. Warum bist du denn im Laden? Hey, weil ich auf meine Karre aufpasse, Digga. Wie aufpassen? Dass sie nicht von alleine wegfährt, oder was? Da hörst du nicht, überall brennen die Kisten, Digga. Alle Autos, Mautos, alle platt. Lass mal lieber auf deinen Laden, da fehlt schon wieder eine Dose. Ich zahle beim nächsten Mal, ne? Wann ist denn nächstes Mal? Nächstes Mal ist, wenn's nicht mehr brennt. Das sollte eigentlich ein Candlelight-Dinner werden, aber ich habe in der ganzen Wohnung keine Kerzen gefunden. Aber ich habe was zu naschen dabei und Pizza. Ich bitte dich um Verzeihung. Mann, Alter, was soll ich denn machen? Sag's, ich mach's. Ich nenne mein Kind nach dir, Thorsten, egal ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Was ist das für eine Pizza? Meine Sardelle-Doppelkäse. Und seit wann esse ich eine kleine? Seit heute.
Alter, ich habe noch voll Hunger. Ich habe doch gesagt, kauf keine Kleine, esse ich nie. Scheiße, Mini-Pizzen, Alter. Du hast sie gekauft. Ja, cool, dann. Mr. Profiler. Ja. Krawattenhorst bist du. Krawattenhorst. Weißt du was? Mein Abteilungsleiter heißt Horst. Was machst du da so eigentlich? Ich mache jetzt einen Lehrgang. Management. Ja. Also Menschenführung, Teambuilding. Teambuilding. Ausgerechnet du Teambuilding. Ja. Ist klar. Alter, wir waren ein gutes Team. Allerdings. Cheers. Auf damals. Sag mal, willst du eigentlich nicht mal dein eigenes Team gründen? Wie, was eigenes Team? Was meinst du? Was ich damit meine, Alter. Kommst nach Hause, keiner da. Legst dich ins Bett, keiner da. Und willst du mal anfangen? Wenn ich Zeit hab. Ja, wenn ich Zeit hab. Ich sag doch, wenn ich Zeit hab. Als du mir das da neulich erzählt hast von euch da, musste ich auch mal wieder an Torben denken. Wir haben nachgeschaut im Internet. Da ist eine Fußballmannschaft. Echt krass. Auf einem der Fotos da, das sieht er mir echt ähnlich. Lustig. Hörst du eigentlich manchmal noch die Mutter? Nee, überhaupt nicht. Ich fand die ja ganz gut, ne? Was soll ich sagen? Es hat halt nicht sollen sein. Und der Lütte, weiß der mittlerweile, wer sein Vater ist? Nee, natürlich nicht. Und willst du nicht mal so, weiß ich nicht, mitkriegen, was für einer das ist? Fehlt dir die nicht? Fehl, nee. Eigentlich nicht. Guck mal, ich kenne den nicht, wir haben uns noch nie gesehen. Wie soll man da Gefühle entwickeln? Und warum? Warum vor allen Dingen? Wann ist denn eigentlich bei euch soweit? Im März. Nee, warte. April. Ich freue mich echt für dich, Mann. Echt. Wird gut. Aber natürlich auch Schluss mit lustig, ne? Das ist doch nicht lustig hier, Alter. Ganz träge Veranstaltung. Never on your side. 25.000 Euro Kopfgeld. Dieser Mintal will's echt wissen. Was spinnt der? Ja, dieser Vollidiot, der versaut uns alles. Was denn? Bisher haben wir ihm nicht viel gebracht. Ja, sorry, sowas dauert ein bisschen. Das ist ganz normal. Ja, auch wenn Sie als Hobbyermittler das nicht ganz verstehen können. Was ich nicht verstehe, ist, warum Sie andere Meinungen nicht akzeptieren. Wer Kopfgeld aussetzt, streut Gift. Wenn wir sowas zulassen, ja, dann herrscht hier Selbstjustiz. Wir setzen seit der Steinzeit Belohnungen aus. Ja, wir dürfen das auch. Dafür gibt es auch gute Gründe. Welche denn? Gewaltmonopol des Staates zum Beispiel. Das sind doch Phrasen. Wir können das doch zu unseren Gunsten nutzen. Natürlich! Keine Ahnung mit einem Niveau, Limbo, ja? Ihr könnt euch ja streiten, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber nicht so. Kann das sein, dass du die für deinen Nacken brauchst, aber ich brauch die nicht. Mensch, das ist eine Mordermittlung hier. Ja, hier brennt kein Vorgarten. Okay, jetzt pass mal auf, ja? Frau Lorenz bleibt genau 2 Wochen bei uns als Hospitantin. Wenn dich das in irgendeiner Weise überfordert, dann sag's lieber gleich. Dann übergebe ich den Fall jemand anderem. Scheiße, bitte beeil dich! Beeil dich! Bitte beeil dich! Ich weiß nicht, ob der Frau gut geht, bitte, sie müssen ganz schnell kommen! Scheiße, bitte beeil dich! Beeil dich! Bitte beeil dich!
Woher weiß die Zeitung das? Herr Winter. Das hätte da nicht stehen müssen, dass meine Frau Depressionen hat. Das möchte sich doch einen Augenblick. Ja, ich habe das Ihnen anvertraut, das ist Privates. Geht niemand etwas an, das möchte ich einfach nicht. Ich möchte nicht, dass die Probleme meiner Frau in Depressionen überhaupt ausgebreitet werden. Drei Stunden in Zeitung bekommen. Rufen Sie an. Und was soll das bringen? Na, rufen Sie ja an. Das ist gedruckt, das kann man nicht mehr ändern. Ich möchte aber, dass das geändert wird. Möchten Sie, dass der Täter gefasst wird oder nicht? Ja, aber meine Pflicht. Ja, dann habe ich meinen Anteil geleistet. Jetzt können wir nur noch abwarten. Machen Sie es gut. Entschuldigung. Also. Wo ist mein Handy? Ach, wo ist mein verficktes Handy, du Bastard? Wo ist mein scheiß Handy? Du bist ja Hunsohn. Du bist tot, Mann. Du bist tot, Mann. Irgendwas reingekommen? 17 Hinweise. Was Nützliches bei? Mintels Rechner hat ergeben, dass er an dem Abend damit gearbeitet hat. Gut. Mal angenommen, wir denken ausnahmsweise mal in Ihre Richtung. Da haben wir diesen Anrufer. Männlich. Was war das? Anfang 20? Ja. Okay, männlich. Anfang 20. Der sitzt irgendwo da draußen und hat das Kopfgeld an Hacken. Und? So wie der jetzt unter Druck steht, macht er vielleicht einen Fehler. Ihr habt doch schon eine Idee. Nehmen wir mal an, der Anrufer ist gleichzeitig auch der Brandstifter. Junger Typ. Und der hat das gemacht aus Verzweiflung, aus Frust oder einfach nur, weil er Lust hatte, sich zu beweisen. Und nehmen wir deswegen mal an, er hat irgendjemandem davon erzählt. Als Angeberei, als Beichte oder einfach nur so, aus Versehen. Klar soweit? Ja. Das sind alles Leute, die mal straffällig wurden, die wir kennen da draußen. Dealer, Kleinkriminelle. Alles Leute, von denen wir glauben, dass sie was gehört haben können. Irgendwas. Ich suche ein Gerücht. Irgendwer, der was über diesen Autoband gehört hat. Irgendwas, was uns irgendwo hinführt. Diggi, das wird jetzt so ein richtiges Auf-Gut-Glück-Ding, oder? Auf der Straße die Stammkundschaft abklappern. Thorsten, das kostet doch nur Zeit und... Leute, ich weiß, das ist viel Arbeit. Aber mein Gefühl sagt mir, irgendwas passiert da jetzt. Ich schwöre euch, die Gerüchteküche brodelt seit dem Kopfgeld. Das hier ist unsere einzige Möglichkeit. Was sagen Sie dazu? Ich finde, wir sollten in Herrn Falkes Richtung denken. Gut, alles klar. Okay. Entschuldigung? Lorenz, wir suchen einen Jungen zwischen 20 und 25. Moin, Kalle, sag mal, haben dir deine Jungs was von dem Kopfgeld erzählt? Irgendwas Komisches oder so? Moin, Jungs. In Blankenese gab es einen Autobrand. Was gehört? Überhaupt nichts. Sicher? Ganz sicher. Und Sie? Sagen Sie, welche Schicht fährt denn Jan Meyer heute? Er fängt um 9 am Taxistand am Hauptbahnhof an. Die stecken dir doch selber an. Wie kriegt man das Geld? Geht man einfach so zur Polizei? Sagen Sie, haben Sie ein Gespräch über Kopfgeld? Ist doch egal. Die Karren sind doch fett versichert. Haben Sie irgendwas? Nee, nichts gefunden. Okay, wir bleiben dran. Mann, die Hitze macht alle fertig. Mann, es soll noch viel mehr brennen haben. Kapieren die Leute mal was. Ich kenne einen, der hat schon mal ein Auto angesteckt, aber das war normal. Weg, Mann. Okay.
Logisch, alle wollen die Kohle, aber keiner weiß was. Das ist eine Nummer zu groß. Wer ist die Kohle, sonst sage ich nichts. Also der Kollege meinte, er hatte zwei Jungs im Wagen, die hätten aber bloß darüber geredet, wie die Frau im Auto verbrannt ist. Die ist nicht verbrannt. Ja, also wie auch immer. Und sonst nichts? Keine Namen erwähnt? Nee, wohl nicht. Die Tour ist auch nicht registriert, die war schwarz. Ja. Achso, er meint noch, die haben darüber geredet, dass irgendeiner abgestochen wurde, im Bild steht. Und dass der Bruder von dem einen bei einer Razzia wegen irgendwas erwischt worden ist oder so. Ben haben auch nichts machen Feierabend. Na, was Neues? Hast du ja verbessert. Danke, ist aber nur leihweise. Alles klar, Jan, hau rein. Gut. Wenn du was hörst, ruf mich an. Machen wir. Dann sind wir jetzt durch. Fahren Sie mal nach Hause. Wir sehen uns morgen. Alles klar bei Ihnen? Hey, na, alles klar? Ich hab Feierabend. Ich bin's. Jan nicht da? Nein, Jan ist nicht da. Ich wollte nur mit dir reden. Diesmal geht's um den Autobrand mit der Frau. Vielleicht hast du irgendwas gehört. Martina? Was soll das? Was ist los? Warte doch mal! Bist du sauer, weil du mich nicht gemeldet hast, oder was? Ich hab dich nicht vergessen. Und ich weiß, dir ging's nicht gut, aber ich konnte nicht anrufen, weil ich hatte so viel zu tun. Wie geht's in deinem Bauch? Wieder besser? Mein Bauch geht super, die haben mich gleich da behalten. Ist aber schon 2 Monate her. Entschuldigung, es tut mir leid. Ich hab da diesen Fall an der Backe und ich komme nicht weiter. Ach nee, jetzt brauchst du Hilfe, ja? Und dann kommst du wieder her. Und wo warst du, als ich dich gebraucht habe? Ich kann nicht immer sofort kommen. Komm, erzähl mir doch nichts. Du glaubst, alle Menschen müssen immer sofort da sein, wenn du mal Hilfe brauchst. Aber selber hast du Schiss, für Menschen da zu sein, denen du was bedeutest. Weißt du was, Thorsten? Lass mich einfach in Ruhe. Lorenz hat mich angerufen. Die meinte, du bist nicht gut drauf. Alles okay. Ja. Komm her. Komm her. Komm. Alter. Du bist so schwer geworden. Die Lorenz hat dich echt angerufen. Ah. Wegen mir. Hat sie dich echt angerufen? Dieser Schatz. Mhm. Also, alles hoffnungslos. Verzwickte Situation, zum Fall. Was? So macht mich aber noch die Lorenz verrückt. Das ist
Alles hoffnungslos. Bist du hoffnungslos, Digga? Hast du mal was von der Büchse der Pandora gehört? Was für ein Ding? Büchse der Pandora. Gib das mal im Internet ein, dann weißt du, was ich meine. Alter, jetzt hör doch auf mit deinem Pornokram. Ich muss mal los. Kommst du klar? Willst du das nicht einmal überlegen? Alles klar. Was ist passiert? Dich gemacht. Ich habe gerade dieses verfickte Auto angezündet und da war diese Schlampe da drin. Der hat alles vermasselt. Und Mirko, der Wichser, der hatte doch das Handy. Was hatte ich denn machen sollen? Der wäre doch zu den Bullen gegangen. Baby, bitte komm. Lass uns zusammen weg. Komm, bitte. Bitte, lass uns jetzt... Zieh mich da nicht mit rein. Geh einfach. Bitte geh jetzt einfach. Ist das dein Ernst? Zieh mich da nicht mit rein. Lässt mich im Stich. Geh einfach. Willst du, dass ich gehe? Sag nur das verdammte Kopfgeld! Du Fotze, du willst doch nur geh das weg. Kopfgeld! Geh raus! Geh einfach! Geh weg! Auferstanden. Mhm. Hier. Das haben die Linksautonomen heute Morgen ins Netz gestellt. Antifa im Kampf gegen Nazi-Kampagnen. Mhm. Was soll das sein? Die Markierungen da, das sind die Adressen von den Leuten, die Stuttners Aufruf unterschrieben haben. Jetzt gehen die Autonomen in den Gegenkampf. Also ich weiß nicht, wie das normalerweise bei Ihnen läuft, aber hier kocht alles hoch und jetzt mischt sich dieser Studentenverein ein. Warum meckern Sie denn rum? Sind das nicht Ihre Leute, Studentenverein, Uni und so? Wissen Sie was, da wo ich herkomme, da kann man froh sein, wenn man einen Schulabschluss hat. Aha. Woher kommen Sie denn? Vergessen Sie es. Hallo Rolf. Habe ich was für Sie. Wissen Sie noch das Schreiben Revolution der Unterdrückten? Mhm. Das kommt wohl von einem Anwohner aus demselben Bezirk, wo die beiden Autos abgebrannt sind. Ich schätze mal, da hat einer sein eigenes Auto abgefackelt und will das jetzt den Autonomen unterjubeln. Klassischer Versicherungsbetrug. Im Fall können sich die Kollegen umschlagen. Und dieser Tipp, der kam von einem Rolf, ja? Der Hinweis kommt von Rolf, genau. So, jetzt sind Sie wieder dran. Hat sich da irgendjemand auf dieses verdammte Kopfgeld gemeldet? Hm? Also wir haben uns doch darauf geeinigt, dass es ein junger Mann zwischen 20 und 25 ist, der unter Druck steht wegen dem Kopfgeld. Genau. Und ich habe 80 Hinweise, aber nichts Konkretes. Zwei 18-Jährige in Rahlstedt, die vermisst werden, Schlägereien in Dulsberg, auf dem Kiez und in Horn und dann diese Messerstecherei in Billstedt, wo der Täter noch nicht gefunden ist. Das hat doch der Taxifahrer gestern Abend erzählt. Genau. Ich würde sagen, wir fahren mal zu dem Opfer der Messerstecherei. Geht nicht, liegt im Koma. Ist noch nicht vernehmungsfähig. Aber
Ich habe die Adresse von dem Opfer da. Vielleicht bringt das was. Denke schon. Kommen Sie. Hallo, Herr Minter. Meine Mama hat für Sie Kuchen gebacken. Oh, sehr lieb, danke. Bitte. Hallo? Was wollte deine Schlampe da hören? Was hatte die in dem scheiß Auto zu suchen? Wichsen! Nimm das scheiß Kopfgeld zurück! Hörst du? Nimm das scheiß Kopfgeld zurück! Ich schwöre, ich fackel dich sonst ab! Fackel dich ab, du Bastard! Ob hier hat jemand was gesucht. Mhm. Stand im Bericht. Die Frage ist nur was. Wir gehen mal runter, würde ich sagen. Hey Jungs, hey! Jungs, hey. Komm mal, Digga! Kennt einer von euch Mirko Anken? Welchen Mirko, Digga? Mirko Ecke links oder was? Was ist mit Ecke links, Mirko? Kennt ihr den oder kennt ihr den nicht? Nein, kennt ihr nicht, Digga. Was denn jetzt, Alter? Kennt ihr nicht? So, jetzt seid verpisst. Los, los, Jungs, komm, weiter. Hier, spiel. Ja, mach. Bleib mal stehen. Ich rede nicht mit Am Justin. Was willst du? Du kennst den Mirko an, stimmt's? Bleib da, Digga. Ich will nur wissen, mit wem der Stress hatte. Warte doch mal. Ja, wieso? Was war da los? Digga, was weiß ich? Hä? Hey, bleib hier! Ich hab keinen Bock auf die Scheiße! Haben Sie Bock auf die Scheiße? Sie hat auch keinen Bock auf die Scheiße. Also erzähl, was war da los? Was weiß ich mal. Ja, wenn du jetzt hier oft rumkommst, wir können doch anders. Kann man deine Taschen abchecken? Dann zu Hause, hä? Bei deinen Eltern. Wir haben bisher immer was gefunden, oder? Ja. Und was ist das hier überhaupt? Wenn deine Gangsterfreunde wissen, dass du Kinderpornos zu Hause hast, was ist dann los? Digga, übertreib mal nicht, Digga. Was Kinderpornos? Ja, was war's dann? Das ist vorbei dann, oder was? Also erzähl! Erzähl! Digga, hätte Stress mit einem Kollegen von mir. Mit wem? Ruben Schaller. Wie heißt der? Ruben Schaller. Ruben Schaller? Ja. Okay, und warum hat die Stress? Mike? Digga, dieser Mirko hat sein Handy abgezogen und wollte auf abgewichst ihn das zurückverkaufen. Was für ein Handy? Digga, da war irgendwas drauf, Digga. Was weiß was war da drauf? Digga, ein Video oder was? Was denn für ein Video? Digga, kein Plan, Mann. Hä? Keine Ahnung. Die können das Handy nicht orten, es ist aus. Aber sie schicken mir noch seine letzten Verbindungen. Du bleibst stehen! Das war sein letzter Anruf. Sollen wir die Nummer irgendwas sagen? Das ist die Nummer von Jung Mintheil. Geht nicht ran. Was war das eigentlich gerade eben? Nee, was meinen Sie? Woher wussten Sie, dass gerade bei dem Typ was zu holen war? Ich bin aus Bildstedt. Da weiß man, wie man sowas macht. Kinderpornos. Thank you.
Bist du bei dem Garten? Okay, Sie bleiben hier, ich gehe hinten rum. Warten Sie hier. Und ich fackel sie ab. Lorenz, alles okay bei Ihnen? Ja. Hartmut! Ich fackel sie ab. Ich will Metall! Hol mir Metall! Leg das Feuerzeug weg. Mach keinen Scheiß, schmeiß das Feuerzeug weg. Mann, ich will doch diese ganze Scheiße hier nicht. Das ist doch nicht meine Schuld. Ich will doch nur, dass er sein scheiß Kopfgeld zurückzieht. Alles okay, Ruhe. Schmeiß das Feuerzeug weg. Schmeiß es weg! Ich will nicht im Knast, Mann. Alles okay. Schmeiß das Feuerzeug weg. Schmeiß es weg. Los, gut. Jetzt geh von der Frau weg. Los, gut. Geh noch weiter weg. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Los, gut. Alles okay. Alles okay, Ruth. Hey! Hey, mach keinen Scheiß! Mach keinen Scheiß! Wieder besser? Mhm. Wenn ich das nächste Mal sage, bleiben Sie an der Tür, dann bleiben Sie an der Tür, okay? Das ist irgendwie gesünder. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns mal den Jungen vor. Bin soweit. Hast du den Wagen von Frau Winter angezündet? Hm? Was hat dieser Mirko Hanken damit zu tun? Was ist das für ein Handyvideo? Was ist da los? Junge, ich rede mit dir. Hast du den Notruf gemacht nach dem Brand? Hm? Hör mal zu, das ist kein Spaß hier. Wir haben dich sowieso dran. Der Brand vorhin, Angriff auf eine Beamtin, die Messerstecherei, du bleibst sowieso hier. Also rede mit uns. Mensch, das ist eine Chance hier. Ich habe kein Auto angezündet. Was hast du denn dann Sonntagnacht gemacht? Hm? Ich war bei meiner Freundin. Wir brennen aus, bitte Sie müssen jetzt schnell kommen. Das ist der Notruf? Das ist nachgesprochen. Sieht aus wie dieselbe Stimme. Aber ob das für eine Anklage reicht, keine Ahnung. Was ist mit den Fingerabdrücken an der Telefonsäule? War wohl nicht. Und bei Ihnen? Auf dem Handy ist kein Film drauf und auf der Speicherkarte auch nicht. Was ist mit dieser Freundin von dem Rubenschaller? Die ist schon oben. Okay. Macht ihr mal Feierabend, Jungs. Vielen Dank. Ja. Wo waren Sie in der Nacht von Sonntag auf Montag?
Waren Sie dabei, als Ihr Freund das Auto abgefackelt hat? Das hilft ihm nicht, wenn Sie hier schweigen. Und wenn Sie lügen, schon mal gar nicht. Also, bitte, ich höre. Woher kommen eigentlich die Flecken auf Ihrem Arm? Wenn du deinen Freund wirklich schützen willst, dann ist es besser, du sagst uns, was du weißt. Hier geht's um Mord. Und um deinen Freund. Wo warst du Sonntagnacht? Wo war dein Freund? Bei mir. Die ganze Nacht? Ja. Okay. Pass auf, wir machen Folgendes. Wir übergeben den ganzen Fall einfach den Kollegen, die sowieso schon wegen der Messeattacke ermitteln. Ja? Dann sind wir den ganzen Krempel los. Wieso, warum? Verstehe ich nicht. Was soll das? Die haben seine Fingerabdrücke. Und mit der Sache heute Nacht ist er sowieso geliefert. Das kannst du doch nicht machen. Ich will, dass der Junge aussagt. Ich weiß, das war ein Unfall. Der wollte das doch nicht. Thorsten, der Junge hat ein Alibi. Der Junge lügt. Ja, natürlich lügt der Junge. Sein Mädchen lügt ja auch. Ja, und? Wir haben ihn wegen der Messerattacke und wegen der Sache heute Nacht. Also, wir haben ihn zweimal am Arsch. Morgen Mittag geht der Fall rüber. Und wenn du den Jungen bis dahin zum Reden bringst, bitte. Und? Ich habe noch ein Date mit einer Katze. Er ist Elliot. Ich glaube, der wird sie mögen. Wollen Sie nicht mitkommen? Wenn kaltes Bier bei rumkommt? Bestimmt. Normalerweise ist er um die Uhrzeit immer da. Billiger Trick. Billiger Trick? Was denn für ein Trick? So ein Quatsch. Sie kommen also aus Billstedt? Ja. Und keine Familie? Doch, ich habe einen Sohn. Der lebt aber komplett bei der Mutter. Und? Vermissen Sie ihn? Ja, irgendwie schon. Der Fall ist also durch. Er wird sowieso verurteilt, auch wenn wir kein Geständnis haben. Ja.
Ja, Falke? Wie bitte? Ja, danke. Alles klar. Der Mann wurde gerade vors Auto gejagt. Die Anwohner dachten, es sei ein Brandstifter. Er ist gestorben. So eine Scheiße. Wir müssen Pandoras Dose wieder schließen. Wissen Sie, was ich meine? Pandoras Büchse. Büchse, Dose, dann eben Büchse. Wir müssen sie wieder schließen. Eigentlich müssen wir sie nicht schließen, wir müssen sie wieder öffnen. Die Geschichte geht so. Als Pandoras Büchse das erste Mal geöffnet wird, kommt alles Böse auf die Welt. Erst beim zweiten Öffnen entweicht ihr die Hoffnung. Wieder öffnen. Das ist gut. Das machen wir. Wir setzen Mintal und Ruben in einen Raum und hoffen, dass der Junge redet, wenn er versteht, was er angerichtet hat. Opfer und Täter in einen Raum. Ich weiß, das klingt absurd, aber wer weiß, was passiert. Ja? Und was, wenn es schief geht? Ist ein Versuch wert. Was war das für eine Aktion gestern? Warum hast du bei ihm im Garten Feuer gelegt? Hm? Was wolltest du von ihm, Mintal? Was wolltest du von ihm? Hier ist er, sag's ihm. Herr Falke, das bringt doch nichts. Lassen Sie mich raus hier. Bitte bleiben Sie sitzen, bitte. Er wird schon reden. Mensch, jetzt mach deine verdammte Klappe auf. Du hast gesagt, er soll das Kopfgeld zurücknehmen. Warum? Mensch, du wolltest dich abfackeln, damit du nicht in den Knast kommst. So kommst du in den Knast! Hast du das Auto angezündet? Hast du die Frau umgebracht? Bist du ein Mörder? Mann, bist du der Mörder seiner Frau? Schau ihn dir an, bist du der Mörder seiner Frau? Mann, ich wollte sie doch gar nicht umbringen. Ich hab das doch nur für meine Freunde gemacht. Wegen ihr habe ich das scheiß Auto angezündet. Warum, wieso? Als Liebesbeweis oder was? Ja. Wie kommt man denn auf sowas, du Arschloch? Dafür bringst du meine Frau um? Mann, ich wusste doch gar nicht, dass sie da drin ist. Das glaube ich dir nicht. Ich hab sie doch nicht gesehen, ich schwör's. Warum hast du sie dann gefilmt? Ich hab die scheiß Tür aufgemacht, hab sie rausgezogen. Und warum bist du nicht bei ihr geblieben? Warum hast du nicht gewartet, bis jemand da ist? Können Sie noch mal wiederholen, was Sie da gerade gesagt haben? Woher wissen Sie das mit dem Handy? Woher wussten Sie, dass er gefilmt hat? Wir haben Ihnen das nicht erzählt. Das ist Täterwissen. Möchten Sie uns was sagen, Herr Mintal? Haben Sie Kinder? Meine Frau und ich hatten eine kleine Tochter, Lisa. Aber leider war sie schwer geistig behindert. Herr Falke, wenn Sie ein krankes Kind hätten, würden Sie es weggeben. Meine Frau hat das gemacht. Sie hat nach der Geburt gleich gesagt, sie kann das Kind nicht lieben, sie schafft das nicht. Sie empfindet nichts für die Kleine. Und ich soll sie ins Heim geben. Ich habe das gemacht. Weil ich dachte, der Kleinen geht's vielleicht im Heim besser als bei einer verrückten und depressiven Mutter, verstehen Sie? Ich habe gehofft, dass sich das einrenkt. Da ging die Achterbahn los. Klinik, Absturz, neue Therapie, Absturz, neue Medikamente, Absturz, immer das Gleiche, immer weiter, immer schlimmer. Und ich bin nicht weggegangen. Es wurde immer schlimmer mit Margaret. Ich durfte noch nicht mal mehr die Bilder aufhängen, die Lisa für uns im Heim gemalt hatte. Ich hatte das Gefühl, dass die Frau in meinem Haus, dass es nicht Margaret war, sondern die Krankheit oder Tabletten, Depression. Da war nur noch diese beschissene Frau in diesem Haus. Verstehen Sie, was ich meine? Verstehen Sie das? An dem Abend, als der Anruf kam, dass Lisa im Heim gestorben war, das war dann... Das war...
Jedenfalls haben wir uns gestritten. Sie ist dann weggefahren. Kurze Zeit später kam dann der Anruf, sie hätte wieder Tabletten genommen. Ich soll sie abholen. Ich wollte weinen. Es ging nicht. Ich habe mir immer wieder gesagt, dass ich was ganz Schlimmes getan habe. Es ging nicht. Herr Völker, wissen Sie, die letzten Tage, das waren die schönsten und entspanntesten Tage, die ich je erlebt habe. Sie sind vorläufig festgenommen, Herr Mental. Die Kollegin wird draußen ihre Aussage aufnehmen. Bitte kommen Sie mit. Ich war ja gerade in der Rechtsmedizin, weißt du, was Sie gesagt haben? Ohne Mintals Geständnis hätten wir nicht das Geringste in der Hand gehabt gegen ihn. Wenn du dich bedanken willst, dann bitte. Na, ich schätze mal, unsere Staatsanwältin schickt dir dann noch einen kleinen Liebesbrief. Tausche ich gegen die Lorenz. Wie? Wenn du dich schon bei mir nicht bedanken kannst, dann sorg dafür, dass die bleibt. Ich dachte, die brauchst du nicht, die geht dir auf den Sack. Dann habe ich mich halt geirrt.
Keine Sorge, ich mach ihn warten. Sorry, ich krieg die modernen Dinger nicht mehr auf. Ich wollte dir noch das Foto reinlegen. Danke. Das ist früher echt mal richtig gut ausgesehen. Du auch übrigens. Das haben wir doch ganz gut gemacht, finde ich. Also wenn Sie noch Lust haben, dann bis morgen. Ich fahre alleine aus dem brennenden Auto raus. Die Türen waren alle verriegelt, nur die Beifahrertür nicht. Und ausgerechnet da wurde die Scheibe eingeschlagen, so wie es aussieht von außen. Das bedeutet, dass die Beifahrertür erst nach der Brandlegung entriegelt wurde und von außen geöffnet. Maurice, soll mal die Frau nach Alkohol und Drogen checken. Ich will wissen, warum die da nicht alleine rausgekommen ist. Es könnte auch sein, dass der Brandstifter selber die Frau rausgeholt hat und den Notruf gemacht hat. Sag mal, Kurt, gibt es irgendwelche Zeugen dazu? Irgendwelche Anrufe? Also bisher hat sich niemand gemeldet. Okay, dann warten wir mit der Veröffentlichung der Stimmprobe und konzentrieren uns erstmal auf das Opfer. So wie bei jedem normalen Mordfall auch. Gut, ich vertraue Ihnen, aber dieser Fall ist was anderes als die 300 Autobrandfälle im Jahr, die wir sonst haben. Es gibt sogar schon eine Zeitungskampagne eines Anwohners. Die Menschen haben jetzt mittlerweile Angst um ihr Leben. Und was glauben Sie, was hier nach dem nächsten Brandanschlag los ist? Gute Frage. Sag mal, Thorsten, meinst du, du brauchst noch jemanden zur Unterstützung? Einen Kollegen von der Brandermittlung? Mach dir mal keine Sorgen, ich schaff das schon. Und danke auch wegen der Sache mit Jan. Falke, Kriminalpolizei. Kann ich reinkommen? Wir haben uns gestritten. Und warum? Das ist zu viel Arbeit und weil meine Frau hat nicht gearbeitet, war zu Hause. Ich bin Modellbauer für. Ich krieg von Architekturbüros Aufträge und dann baue ich das Modell. Möchten Sie vielleicht was trinken? Entschuldigung, ich habe Wassersaft. Nein. Alles gut. Einen schönen Tee oder einen Kaffee mit geschäumter Milch. Was Kaltes vielleicht. Wann ist denn Ihre Frau eigentlich gestern Abend los? Na ja, so um 10 Uhr so im Dreh. Und dann hat sie nach einer Stunde angerufen. Ist alles wieder gut, sie käme zurück. Und ich soll mir keine Sorgen machen, sie wäre mir hier nicht parken. Und was haben Sie dann gemacht? Na, ich bin dann hingefahren, dann war sie nicht da. Das Handy war aus und dann dachte ich, sie ist vielleicht schon wieder zu Hause und dann bin ich wieder zurück. Bitte. Danke. Kam es öfter vor, dass Ihre Frau abgehauen ist? Nein. Das Telefonieren wollen wir gar nicht mehr. Nein, geht schon. Danke. Hat Ihre Frau Alkohol getrunken? Nein, Alkohol? Warum? Falke, meine Frau ist gestorben, weil jemand das Auto angezündet hat. Ich will wissen, wer das war. Verstehen Sie? Kampagne.
hier für ein sicheres Hamburg. Idiot. Ich habe unser Foto nicht gefunden. Willst du noch mehr? Hast genug, ne? Sie die Frau? Ja, ich bin der Mann. Mein Beileid. Stuttner. Harald Stuttner, ich wohne da, den Berg rauf. Wissen Sie, ich kenne hier viele Leute, die das mit ihrer Frau genauso schrecklich finden wie Sie. Und ich bin gerade dabei, den Menschen eine Stimme zu geben, also durch eine Kampagne. Für mehr Sicherheit in Hamburg. Würde mich sehr freuen, wenn Sie das unterstützen könnten, also in Ihrem Namen und im Namen Ihrer Frau natürlich. Meine Frau noch nicht mal unter die Erde gebracht. Ja, Sie haben recht, das tut mir leid. Ich wollte Sie da jetzt nicht überrollen, ja. Herr Winter, falls Sie in irgendeiner Form Hilfe brauchen oder Unterstützung, egal was, melden Sie sich. Jederzeit, ja? Schönen Abend noch. Lassen Sie den Hals ganz locker, Herr Bendixen. Gut, dass du da bist, Thorsten. Komm rein. Ich habe da jemand für dich. Da auf dem Schreibtisch. Frau Lorenz kommt als Hospitantin zu uns, um dich bei den Ermittlungen zu unterstützen. Ist in letzter Zeit ausschließlich mit den Fahrzeugbränden beschäftigt. Was soll das? Eine Juristin? Das habe ich nicht bestellt. Das ist eine Spitzenkraft. Hochqualifiziert. Was soll das heißen? Qualifiziert wofür? Kann die gut kochen, oder was? Ja! Lässt sich von der Rechtsverdreherin einrenken. Wenn's hilft. Ja! Hallo Mike, kannst du mir die Sachen ins LK 41 durchschicken? Ich bin doch schon da. Ja, danke dir. Sie sind also bei uns, weil Sie auch meinen Fall aufklären wollen, ja? Soll ich jetzt lachen oder machen Sie das für mich? Können Sie mir einen guten Witz erzählen?
Gestern Nacht kam es im Stadtteil Altona erneut zu einer Brandstiftung. Was uns eure Meinung zu den Autobränden sagt. Habt ihr Angst? Fühlt ihr euch bedroht? Wieder keinerlei Anhaltspunkte, wer die Täter sind. Zum Glück konnte die Feuerwehr mit einem Großeinsatz verhindern, dass die Flammen auf ein Wohnhaus übergehen. Das hat mit Nahrungsmitteln zu tun, die sich erfüllen und lenken. Wird es sonnig und bis zu 29 Grad. Weißt du noch, wie ihr euch kennengelernt habt? Klar, die hat mich voll angemacht. Die stand auf mich? Das weiß ich noch wie heute, natürlich. Schon vergessen, oder was? So ein Quatsch, Alter, du ein Spinner. Ich muss dir noch was sagen. Mimi ist schwanger. Ich werde Papa. Wahnsinn. Du bist Vater und ich werde Onkel. Ich hab die Idee, komm. Spring durchs Feuer. Was? Na komm, spring Glück. Ach Quatsch. Das ist ein alter Brauch, komm, spring. Du bist Vater, komm. Was ist das für ein Bauch? Gibt's gar nicht. Oh. Hab ich mir ausgedacht. So noch ein bisschen gelb? Ein bisschen klein. Ja. Wir brauchen noch Geld fürs Taxi. Oh. Schöne Scheiße. Sieht aus wie ein typischer Autobrand, wenn wir keine Leiche hätten. Irgendwelche Spuren vom Täter? Nee, das Auto ist total ausgebrannt. Keine Ahnung, wie die Frau da rausgekommen ist. Todesursache unklar, keine äußeren Verbrennungen. Mhm. Sie heißt übrigens Margret Mintal. Okay. Außerdem war sie verheiratet. Der Mann weiß auch schon Bescheid, ich habe eine Streife hingeschickt. Er erwartet dich da. Meinst du, du kannst das hier übernehmen? Na klar. Was soll denn die Frage? Na gut. Also live war keiner dabei. Ich hab jetzt erstmal ein paar Namen hier. Aber was war das denn gerade? Bendixen fragt mich, ob ich hier übernehmen kann. Hör auf. Geh in den Dienst. Das ist ein Scherz, Jan, ne? Er hat mir einen Job angeboten und darum geht's. Was soll das? Thorsten, ich werd Vater. Ich will zu Hause Verantwortung übernehmen. Aber wir haben doch gesagt, wir machen keinen Innendienst. Das war unsere Abmachung. Und alle anderen wissen Bescheid, nur ich nicht, oder was?
Wieso bist du schon wach? Weiß nicht, ich konnte nicht mehr pennen. Wann warst du gestern zu Hause? Kurz nachdem du gegangen bist, schätze ich mal. Ich hau mich hin, ja. So, das war um 3.40 Uhr. Der Anruf kam über 112 von der Telefonsäule in der Mühlenberg. Das ist zu Fuß circa mal knapp 10 Minuten von da, wo das ausgebrannte Auto stand. Die Indizien sprechen für eine spontane und ungeplante Brandstiftung, also keine vorsätzliche Tat und folglich keinerlei Anhaltspunkte dafür, wer das Feuer gelegt hat. Und nun? Da, das ist die Frau. Verteil das mal. Sie sieht aus wie hingelegt. Und die sieht. Na komm, gib her das Ding. Hey, gib mir mein Handy wieder. Ist weg. Wie ist weg? Ist weg, Digga. Okay, pass auf. Ich geb dir Geld dafür, okay? 200. Gib mir 2000, dann kriegst du dein Handy zurück. Digga, wo soll ich denn 2 Mille herbekommen? Du weißt, was da drauf ist. Wieso, was soll denn da drauf sein? Soll ich dir das hier nochmal zeigen? Gib mir 2000, dann kriegst du dein Handy wieder. Jetzt verpiss dich mal. Sie sagten, Sie sind zu jeder Unterstützung bereit. Dass ich mich melden soll, wenn was ist. Ja, klar. Ihre Kampagne, das bringt mir nichts. Und ich mag das auch nicht, aber wenn Sie mir helfen, dann können Sie diese beiden hier für Ihren Aufruf verwenden. Wissen Sie, meine Frau war in den letzten Jahren sehr viel in der Klinik wegen ihrer Depression. Sie hat sehr gekämpft. War in der Klinik? Ja. Deshalb möchte ich jetzt unbedingt wissen, wer das war. Wissen Sie, ich glaube nicht, dass die Polizei das schafft, den Mann zu finden, der meine Frau angezündet hat. Deshalb will ich die unterstützen, die Polizei. Dafür brauche ich Hilfe. An welche Art von Hilfe haben Sie da gedacht? Ich brauche Geld. Und welche Summe stellen Sie sich da vor? 25.000. Hey. Der Chef ist gerade da. Ich kann nicht so lange. Sag mal, was ist los? Ich brauche deine Hilfe. Was passiert? Ich brauche Geld. 2000 Euro. 2000 Euro? Bist du bescheuert? Wofür überhaupt? Kann ich dir nicht sagen. Meinst du, kannst du deine Eltern fragen? Hat das was mit der Schlägerei mit Mirko zu tun? Nein, das hat nichts damit zu tun. Bist du sicher? Ja, ich bin sicher. Womit denn dann? Du musst doch nicht alles wissen. Bist du meine Mutter oder was? Hilfst du mir jetzt oder nicht? Hallo Rolf. Pass auf, an der Taz bin ich dran, aber noch was anderes. Okay. Ein paar von der Antifa wollen heute Nacht nach Uhlenhorst und die Bürgerwehr aufmischen. Ja, gut. Gut, danke.
Stuttner. Erzählen Sie uns von Ihrer Kampagne für ein sicheres Hamburg. Bitte. Ja, also ich wohne im Blankenese und da sind in den letzten 2 Jahren mehrmals Autos abgefackelt worden. Ja? Und die Polizei steht da und macht nichts. Es ist für mich völlig logisch, dass die Menschen anfangen, sich selbst zu schützen. Guten Abend. Was wird das hier genau? Was wollen Sie denn? Was das hier genau wird, möchte ich gerne wissen. Nichts. Wir passen auf. Worauf passen Sie auf? Gucken Sie mal die Autos an. Wir wollen, dass das nicht nochmal passiert. Das ist ja schön und gut, aber das ist unser Job, nicht Ihrer, okay? Genau, das haben wir gesehen, was dabei rauskommt. Wenn Sie jetzt nicht sofort von hier verschwinden, sorge ich dafür, dass Sie die Nacht in der Zelle verbringen. Ist das klar? Mit welcher Begründung das denn? Sie können uns gar nichts. Wir stehen hier nur. Wir haben nichts gemacht. Dann denke ich mir etwas Schönes aus. Das ist eine Unverschämtheit. Das ist so eine Unverschämtheit. Walking Dead zum Beispiel. Die zweite Staffel, die ist voll für den Arsch. Da ist das Comic 1000-mal geiler. 1000-mal. Da gibt's nur Rambazamba. Zack, zack, ja, auf Seite. Warum bist du denn im Laden? Hey, weil ich auf meine Karre aufpasse, Digga. Wie aufpassen? Dass sie nicht von alleine wegfährt, oder was? Na, hörst du nicht, überall brennen die Kisten, Digga. Alle Autos, Mautos, alle platt. Lass mal lieber auf deinen Laden, da fehlt schon wieder eine Dose. Ich zahl beim nächsten Mal, ne? Wann ist denn nächstes Mal? Nächstes Mal ist, wenn's nicht mehr brennt. Das sollte eigentlich ein Candlelight-Dinner werden, aber ich habe in der ganzen Wohnung keine Kerzen gefunden. Aber ich habe was zu naschen dabei und Pizza. Ich bitte dich um Verzeihung. Mann, Alter, was soll ich denn machen? Sag's, ich mach's. Ich nenne mein Kind nach dir, Thorsten. Egal, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Was ist das für eine Pizza? Meine Sardelle-Doppelkäse. Und seit wann esse ich eine kleine? Seit heute. Alter, ich habe noch voll Hunger. Ich hab doch gesagt, kauf keine kleine. Esse ich nie. Scheiße Mini-Pizzen, Alter. Ja, du hast sie gekauft. Ja, cool, dann. Mr. Profiler. Ja. Krawattenhorst bist du. Krawattenhorst. Weißt du was? Mein Abteilungsleiter heißt Horst. Was machst du da so eigentlich? Ich mache jetzt einen Lehrgang. Management. Ja. Also Menschenführung, Teambuilding. Teambuilding. Ausgerechnet du Teambuilding. Ja. Ist klar. Alter, wir waren ein gutes Team. Entschuldigung. Sie haben eine Stimmprobe von dem Anrufer. Ja. Keine Analyse. Wann wird die veröffentlicht? Gar nicht. Gar nicht. Warum? Ich halte ja nichts von, so früh Informationen rauszugeben. Warum? Ich will nicht, dass die Presse die Stadt noch mehr aufhetzt. Was wir suchen, ist ein Täter mit Motiv. Das kann alles sein. Auch Frust über die eigene Lebenssituation ist auch ein Motiv. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Ah. Woher kennen Sie Karl Marx? Stand heute im Kalender. Bam, bam, boom, salsa, salsa, drehen, drehen, drehen. Sowas ungefähr. Wie findest du? Da ist aber auch mehr Platz als hier, dann geht das auch mit den Mädels.
ist denn los? Was ist denn für eine Fresse? Ach, nichts, war nur eine lange Nacht. Aha. Hast du bei der Firma angerufen gestern? Die Nummer, die ich dir gegeben habe? Wieso rufst du da nicht einfach an? Ich versteh's nicht. Ich helfe dir doch, wo ich kann, aber ich kann dich ja nicht ewig durchfüttern. Du bist doch jeder Mann. Ich ruf da morgen an, okay? Du rufst da doch eh nicht an. Ich ruf da morgen an. Kann doch nicht so schwer sein, da mal anzurufen. Nein. Oh Gott. Wir haben Spuren von Dauermedikamentenmissbrauch bei ihr gefunden. Hauptsächlich Schlafmittel, Psychopharmaka. Davon hat sie an dem Abend auch einiges Intus gehabt. Und ein Promille Alkohol im Blut. Und woran ist sie gestorben? Rauchgasvergiftung. Sie ist erstickt. Erstickt? Und was anderes kann man ausschließen, meinst du? Na, was anderes lässt sich bei ihr nicht finden. Wo ist denn die her? Aus dem Büro vom Chef. Das ist meine Hospitanz. Gut, danke dir. War das gerade ein Problem für Sie? Wieso? Weil Sie so plötzlich raus sind. Dachten Sie, ich muss kotzen? Keine Ahnung, sah so aus. War übrigens nicht das erste Mal. Hab gerade Ihre Versicherung angerufen. Vor 2 Jahren wurde ja der Magen ausgepumpt. Volle Programm. Suizidversuch. Interessant. Wenn Sie schon mal dabei sind, dann besorgen Sie doch mal die Aufzeichnung der S-Bahn-Kameras rund um den Tatort und um diese Telefonsäule. Was glauben Sie eigentlich, was ich da vorhin gemacht habe? Das ist Routine bei uns. Dann ist ja gut. Fragt sich nur, warum Mintern uns die Tablettensucht seiner Frau verschwiegen hat. Und jetzt? Jetzt fahren wir zu Mintern. Ich stelle Fragen und Sie machen Notizen. Oder so. Hey, na? Alles klar? Ja, wir spielen noch. Ja, ich komm später vorbei. Geh rüber! Was ist denn los, hä? Die Schlampe wieder Bock auf Gangbang? Oh Mann, ich schwör dir, die steht da derbe drauf. Frag mal Serra. Ede, Bruder! Sag dir mal, wir kommen nachher vorbei, ja? Aber hey, ich will ihren Arsch legen, ne? Wussten Sie, dass Ihre Frau regelmäßig Medikamente genommen hat? Ja. Meine Frau hat schlecht geschlafen, deshalb hat sie sich die Mittel verschreiben lassen. Das waren aber nicht nur Schlafmittel, Herr Mintal. Da waren auch Psychopharmaka dabei und so. Ja. Und vor 2 Jahren hat sie sich den Magen auspumpen lassen. Ja, wegen einer Lebensmittelvergiftung. Das haben Sie angegeben, es waren aber Schlafmittel. Ja, hab ich. Und warum haben Sie mir das nicht erzählt? Was war da los mit Ihrer Frau gestern, Herr Mintal? Ich habe Sie was gefragt. Oder kann es sein, dass Ihre Frau gar nicht nach Hause kommen wollte? Herr Falke, als ich mit meiner Frau telefoniert habe, habe ich nicht gemerkt, ob sie was genommen hat oder nicht. Sie hat gesagt, sie hat das im Griff. Was haben Sie eigentlich gemacht, nachdem Ihre Frau angerufen hatte? Ich habe hier gearbeitet am Computer. Den würden wir dann gerne mitnehmen. Wie bitte? Glauben Sie, ich habe meine Frau angezündet, oder was? Also Margit Minter war zuerst am Jenischpark. Genau. Da hat sie dann noch ihren Mann gesucht, bevor er wieder nach Hause gefahren. Die Überwachungskameras können wir vergessen. Die Bahnstation ist brechend voll. Zu der Zeit war ein Konzert. Keine Ahnung, wer sich da auffällig verhält. Und danach da, das könnte schon hinkommen zeitlich, so wie er das gesagt hat. Oder was meinen Sie? Bei der Telefonsäule gab es keine Kamera. Können wir also abhaken.
Haben sich noch irgendwelche Zeugen gemeldet? Anwohner am Tatort? Nee, nix. Wäre meine Chance gewesen. Wie lange dauert es überhaupt, bis ein Auto brennt normalerweise? Hängt davon ab, wie man es macht. In der Regel mit Brandbeschleuniger 1 bis 3 Minuten. Aber hier wird es ein paar Anläufe gebraucht haben. 10 bis 15 Minuten. Wieso brennt das eigentlich so viel in Hamburg gerade? Weil die Medien drüber berichten. Wir haben sehr viele Nachahmungstäter. Mittlerweile haben wir 300 Fälle pro Jahr. Davon klären wir 5% auf. Zuerst dachten wir, sie wären politisch motiviert, aber in den meisten Fällen ist es Vandalismus oder Rache und Betrug. Entschuldigung. Thorsten, hast du noch mal 2 Minuten für mich? Ganz kurz. Entschuldigung. In unserer Abteilung wird noch richtig gearbeitet, falls du es schon vergessen hast. Mann, jetzt hör doch mal auf. Lass uns bitte mal ganz kurz reden. Da gibt's nichts zu reden, du hast deine Entscheidung gefällt. Ja, hab ich. Und wenn du wirklich mein Freund bist, wieso kannst du meine Entscheidung nicht respektieren? Das möchtest du wissen, ja? Ja, das möchte ich gerne wissen. Dann sag ich dir das mal. Bendixen hat mir vor einem halben Jahr denselben Job angeboten wie dir. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe den abgelehnt. Und weißt du, warum? Weil wir dann nicht mehr als Team hätten arbeiten können. Und du nimmst den Scheißjob! Du bist ein Scheißverräter! So, tschüss! Ich guck mir den Wagen mal an. Jo. Wo steht denn das Katzenfutter? Auf der anderen Seite, da unten. Digga, kennst du den schon mit dem Esel und der Frau? Welcher Teil? Der dritte, Return of the ER. Das ist mein letztes Mal schon gezeigt. Digga, das Hundefutter. Und, kann deine Katze lesen oder was? Sag ich beim nächsten Mal, ne? Und Schatz, wie war dein Tag heute? Hä? Meiner ging so. Ich glaube, ich habe dieser Lorenz verkackt, nur weil dieser Typ mich so aufregt. Ja, hau mal rein. Ja, Digga, was geht? Hier. Kaninchen-Ragout mit Gemüsestücken. Und du zeigst mir den Hintern. Bist du jetzt Diva oder was? Ihr macht mich fertig, ey.
brannten gestern Nacht mehrere Autos. Wieder wurde jemand verletzt und es wurden Befürchtungen laut, dass es sich um denselben Brandstifter handelt, der bereits für den Tod einer Frau verantwortlich ist. Umso mehr, da angeblich in einem Bekennerschreiben weitere Taten angekündigt werden. Ich habe Angst, wenn ich nach Hause komme. Ich habe Angst um mein Leben, um das Leben meiner Familie. Hier muss die Polizei eingreifen. Wir müssen die Täter fassen. Gucken Sie sich das Dilemma doch mal an, hier, die ganzen abgefackelten Autos. Heute sind es die Autos, die hier brennen. Morgen sind es vielleicht die Wohnungen. Jede Nacht brennt es in Hamburg. Jetzt hat es uns getroffen und die Polizei tut nichts. Es kann natürlich passieren, dass wir die Sache selbst in die Hand nehmen, wenn da nichts mehr kommt von der Polizei. Tja. Die Medien setzen darauf, dass der erste Brand doch Vorsatz war und wir es jetzt mit demselben Täter zu tun haben. Hier, ein Bekennerschreiben aus der linksautonomen Szene. Revolution der Unterdrückten. Das ist ja nicht von den Autonomen. Schreibt denn so einen Scheiß? Das ist mir völlig egal. Die Bürger sind zutiefst beunruhigt. In Uhlenhorst laufen die Leute nachts wohl schon Streife. Wir müssen jetzt auf den Druck reagieren. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir die Stimmprobe bis morgen veröffentlichen. Dann passiert schon mal was. Thorsten, du weißt, dass ich mich immer auf dich verlasse. Aber ihr müsst jetzt echt mal in die Puschen kommen. Okay, können Sie mir mal erklären, was Ihr Problem mit der Stimmprobe ist? Was mein Problem damit ist? Ja. Ganz einfach. Leute, die den Täter kennen, könnten ihn unter Druck setzen. Genau das will ich vermeiden. Aber genau um den Druck geht's doch. Das schafft neue Hinweise. Entschuldigung, wollen Sie jetzt hier mit mir diskutieren, oder was? Ja. Für wie lange sind Sie hier? 2 Wochen? Alles klar. Das ist nicht von uns. Für eine Revolution der Unterdrückten, das ist ein Fake. Da will uns jemand das Ding mit den Autos anhängen. Ist mir klar, Rolf. Aber ich will wissen, von wem das kommt. Und du musst mir dabei helfen. Sag mal, bist du bescheuert oder was? Was glaubst du, was hier los ist, wenn unsere Leute rauskriegen, dass wir uns hier überhaupt treffen? Das ist ja schon kacke. Guck mal, das Flugblatt ist ja auch in die Taz gegangen. Peter arbeitet doch in der Hamburger Redaktion. Red doch mal mit dem. Mann, wenn ich da anrufe, dann heißt gleich Informantenschutz und so, bitte. Und gegen so eine Nazi-Kampagne von so einem Privatbonzen unternimmt er nichts, oder was? Das machen nämlich sonst wir. Na, meinst du, mir gefällt das? Pass auf, Rolf. Wenn ich beweisen kann, dass ihr das nicht wart mit den Autos, dann geht das auch genau so an die Presse. Und ihr seid aus der Schusslinie. Okay? Also helfen wir uns nun oder nicht?